Hallo liebe Gerda, schön, dass du in meiner Sendung bist. Ich freue mich sehr. Du bist die bekannteste Astrologin in Österreich und wirst uns vielleicht ein bisschen einen Einblick geben können, wie es weitergeht in diesen Zeiten. Das neue Jahr steht vor der Tür. Wie wird denn das nächste Jahr so allgemein? Naja, es ist schon, der Saturn wechselt ja in das Sternzeichen der Fische. Fische ist ja das letzte Tierkreiszeichen von allen 12 vom astrologischen Tierkreis. Mhm. Es ist eine Auflösungsphase, es beendet eine 30-jährige Periode, wir gehen rein. Und wir stehen natürlich auf großen Umbruch, große Veränderungen, die sich in den nächsten 2 Jahren langsam so hineinschleichen. Und 2025 werden wir dann vollkommen neu aus dem Ganzen rausgehen. Okay. Es wird sich sehr viel verändern. Mhm. Aber ich finde, Veränderungen gehören zum Leben. Mhm. Denn ohne Veränderung kann ja nichts Neues kommen. Das stimmt. Und ich bin ja schon sehr neugierig, was kommt selbst. Mhm. Sicher natürlich werden auch neue Berufe kommen. Das ist ganz klar durch diese neuen Technologien, in die wir jetzt in diesem Zeitalter, wo wir schon drinnen sind und noch stärker hineingehen, wird sich natürlich die Welt wieder einmal verändern. Aber kann sich auch zum Positiven verändern. Ist es positiv, ja. Es ist jetzt einmal ein Abschied nehmen und dann wachsen wir in eine neue Zeitära hinein, die dann wieder 29,5 Jahre dauern wird. Okay. Und vor diesem Umbruch stehen wir. Mhm. Also schon ein gewaltiger Umbruch, kann man das sagen? Auf jeden Fall. Ja. Ich sage mal, es ist eine Sterbephase und eine Neugeburtsphase. Mhm. Und in den nächsten 2 Jahren liegen wir sozusagen in Geburtswehen. Okay. Ja. Also wird sich alles, umstellen. Okay. Ja. Auch natürlich. Manchmal mit Schmerzen. Absolut. Ja. Und es ist ja immer ein Abschied nehmen, schmerzhaft. Mhm. Immer. Aber es muss sein. Ich finde, allein das Wort Veränderung sagt ja schon, es verändert sich was. Mhm. Und dann kann man das Neue auf sich langsam zukommen lassen. Es wird nicht so schnell gehen, wie wir möchten. Mhm. Aber weil das dauert ja jetzt dann auch wieder zweieinhalb Jahre, drei Jahre. Mhm. Und dann wird ein neuer Prozess da sein. Mhm. Aber ich glaube, für die Jugend ist das überhaupt keine große Aufgabe. Mhm. Die sind ja immer der Zeit voraus. Mhm. Und natürlich beginnt auch dann der Pluto in den Wassermann zu gehen. Und wie man weiß, Wassermann ist ja auch das Zeitalter der Erfindungen. Der Veränderung der Erfindungen. Mhm. Und das sind natürlich auch, ist eine revolutionäre Zeit. Das wird es einmal auf jeden Fall. Gibt natürlich Sternzeichen, die das bedeutend lockerer, leichter nehmen. Also der Wassermann nimmt es leichter, ja, vielleicht. Auch der Glück, Schütze, dass ich Wassermann bin. Ja, auf jeden Fall. Der geht mit diesem neuen Strom. Und natürlich, dann gibt es wieder Sternzeichen, die sich prinzipiell mit Veränderungen schwer tun. Welche sind das? Ja, das sind aber die Krebse, die ja mehr in der Vergangenheit leben als in der Zukunft. Mhm. Die werden natürlich auch in der Saturn gezwungen, endlich einmal nach vorne zu gehen. Mhm. Auch die Fische sind sehr schwierig. Die Waage, die immer sehr unsicher ist, was kommt. Immer bei Entscheidungen ja eher Probleme hat. Mhm. Die sich auch leichter tun, sind die Schützen. Mhm. Dann kommen die Zwillinge, obwohl die auch in die Saturnphase kommen. Aber die sind sowieso immer am Schwung. Also Schütze, Zwillinge, Wassermänner sind einmal auf der... Die sind die Umbrüche. Aber die natürlich ganz stark in Saturnphasen kommen, sind die Fische. Das sind die Zwillinge, die Jungfrauen und die Schützen. Was bedeutet das? Ja, also dass man sich vollkommen einmal von alten Dingen loslösen muss oder wird. Das kann beruflich sein, das kann partnerschaftlich sein. Mhm. Saturn ist immer revolutionär. Mhm. Und das kann auch sein, dass ich jetzt beginne, vollkommen mein Leben umzukrempeln, noch einmal in einen neuen Beruf hineinstarte, neue Ausbildungen mache und sogar vielleicht woanders hingehe. Das ist halt ja auch anderes mit Veränderungen tun. Ja, also Veränderungen auf allen Ebenen. Und ich beobachte schon im Vorfeld, dass die schon ein bisschen anklopfen an meiner Tür, weil sie spüren schon was, wissen aber noch nicht, wo der Weg hingeht. Genau, dafür gibt es ja dich. Ja, ja. Genau. Jetzt wollen die Leute, also gerade in Umbruchzeiten natürlich, wissen, wo sie hingehen sollen.
Was sind denn so die meistgestellten Anliegen an dich, die meistgestellten Fragen? Was wollen die Leute am meisten wissen von dir? Also bei den jungen Menschen unbedingt das Thema Liebe, Partnerschaft. Mhm. Denn das ist ja jetzt sehr oberflächlich und sehr schnell geworden durch diese vielen Plattformen. Da datest du den und den. Mhm. Kennst du überhaupt immer, nicht mehr aus? Und immer, ja, hoppla. Ich muss doch hineinschauen, es könnte noch was anderes drinnen sein. Also wird das Ganze schon sehr schwierig und interessant. Und jeder jammert und sagt, und wann bleibt endlich einer? Mhm. Eine? Mhm. Weil das also die Liebe ist immer noch das beherrschende Thema. Ja, die Partnerschaft, die Liebe. Ja. Mhm. Natürlich bei Menschen, die ein bisschen schon reifer, älter sind, ist schon die wirtschaftliche, berufliche Seite ungemein wichtig. Mhm. Also da wird schon viel der berufliche Weg, nach dem beruflichen Weg gefragt, auch wenn Veränderungen kommen, wenn man auch den Weg in die Selbstständigkeit plant. Mhm. Also da will man schon auf sicher gehen. Mhm. Und da, das ist schon, würde ich sagen, ein großes Thema. Mhm. Jetzt kann man sich ja auch für ein Unternehmen zum Beispiel ein Horoskop stellen lassen oder für ein berufliches Projekt. Hast du auch solche Klientinnen und Klienten, die ein bestimmtes berufliches Projekt von dir berechnen lassen, ob dafür die Sterne günstig sind? Sehr viel. Mhm. Es kommen ja auch wirklich ganz große Wirtschaftskapitäne zu mir, die bei Erweiterungen der Firma sehr wohl fragen, ob das ein guter Zeitpunkt ist, ob es funktionieren kann. Mhm. Dann habe ich natürlich auch enorme, viel Firmenchefs, die auch ihr Personal auswerten lassen aufgrund des Horoskops. Mhm. Weil es ist ja schon wichtig, dass jeder nach seinen Begabungen, Talenten am richtigen Platz kommt. Mhm. Ich kann ja nicht einen, der am liebsten im Kämmerlein eingesperrt ist, im Außendienst schicken. Mhm. Da wird das überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Also ich finde, da gibt die Astrologie eine unglaublich gute Auskunft. Mhm. Und das wird wirklich gerne in Anspruch genommen. Mhm. Und dann gibt es natürlich alles Mögliche. Ich will auswandern, ich will jetzt eine Weltreise machen. Ja. Oder ich mache jetzt einen Tauchurlaub, geht das gut? Dann natürlich auch das Thema Kinder. Mhm. Kommen viele Eltern, wo die Kinder so im Schulalter sind, wo es dann mit 14 weitergeht, wo man schon ein bisschen in die Fachausrichtung gehen sollte. Ja, welche Begabungen, Talente hat denn mein Kind? Wo sehen Sie denn mein Kind am besten? Mhm. Weil die wenigsten wissen ja mit 14, wo sie hin sollen. Mhm. Das entwickelt sich ja auch meistens ja später, meistens auch sogar erst beim Studium. Das ist ein hoppla, ein Jahr studiert ist es doch nicht. Da habe ich auch sehr viele Fragen. Also ich bin jetzt da drinnen, aber ich glaube, das ist es nicht. Wo sehen Sie mich? Ja, ja. Die Frage kriege ich immer gestellt. Wo sehen Sie eigentlich meine Begabungen? Okay. Also das sind schon, und da gibt das Horoskop schon unglaublich exakte Aussagen, Auskünfte. Hast du das Gefühl, dass die Leute nur Gutes hören wollen, wenn sie dich zum Beispiel fragen? Also will man da unbewusst natürlich eine gute Antwort haben? Und wenn du jetzt aber siehst, das wird ein bisschen schwierig, was gibst du dann für eine Antwort? Also es gibt prinzipiell immer Menschen, die auch sagen, sie können mir auch bitte das Negative sagen. Mhm. Ich will es wissen, damit ich mich darauf vorbereite. Mhm. Finde ich auch vernünftig. Mhm. Denn als Wissender gehst du ja auch durch Krisensituationen einwandfrei besser durch. Mhm. Natürlich ist es immer Aufgabe von uns Astrologen, wenn auch die Phase, das ist meistens auch in Saturnphasen, sehr schwierig ist, aber auch zu zeigen, wie es dann weitergeht. Mhm. Also auch ein bisschen einen Lösungsvorschlag zu machen, Menschen auch aufzubauen. Mhm. Weil ich sage, Saturnphasen sind nicht immer negativ. Mhm. Du schließt ja auch mal etwas ab, was dich vielleicht lange belastet. Mhm. Und endlich gelingt es dir. Mhm. Aber wenn du mittendrin bist, siehst du wahrscheinlich den Himmel dann nicht. Klar. Und da ist es natürlich schon Aufgabe, eine sehr psychologische Aufgabe, auch zu sehen. Man sieht ja auch, dass man sieht, ich habe heute eine Dame gehabt, sie sind draußen aus dieser schwierigen Saturnphase, die sie ja seelisch, psychisch vollkommen in den Abgrund geschafft hat. Und ich habe gemerkt, wie sie dann wirklich erleichtert rausgegangen ist. Mhm. Und dann hat sie mich auch noch angerufen, dann zwei Tage später, und hat gesagt, es geht mir jetzt bedeutend besser. Mhm. Ihr Gespräch hat mir sehr geholfen, weil ich wieder meinen Weg gewusst habe. Mhm. Denn wenn man in seiner Phase ist, du bist ja wieder in den Nebel drin. Ja, ja. Du siehst den Weg nicht mehr. Mhm. Und dadurch, muss ich sagen, sind schon die Leute dankbar, die Situation zu erkennen,
auch wenn sie schwierig ist, wie lange sie noch geht, aber dass dann sich das schlagartig ändert. Mhm. Und es ist wirklich interessant, es ändert sich das schlagartig. Ja, ja, das ist auch eine Kopfsache. Ja, nicht? Es ist doch so ein persönlicher Entwicklungsprozess. Du kannst ihn, wenn der jetzt geht bis nächstes Jahr im März, kann ich nicht sagen, es ist jetzt vorbei, aber ich kann mich schon positiv darauf einstellen und komme umso positiver aus dieser schwierigen Phase raus. Wieder raus. Stellst du dir auch selbst das Horoskop? Ja, oder machst du das gar nicht? Ich kenne sie aus. Du weißt was da, auf dich zukommt. Aha, ist dann eher du hast das intuitiv schon. Okay. Ja, der Tagesmond ausschlaggebend, wie halt gerade die Stimmung, die Laune ist. Aber wenn man vielleicht einmal ein bisschen älter ist, so wie ich, dann lässt man sich von Stimmungen nicht mehr so mitreißen. Ja, ja, du bist ein ungeheuer positiver Mensch. Ich kenne dich auch nur positiv. Gott sei Dank, obwohl ich ein Steinbock bin. Ja, die sind eigentlich gar nicht so positiv. Wo man sagt, die sind so ernst. Ja, aber der Aszendent vielleicht. Was bist du im Aszendent? Ich bin ein Skorpion. Ja, die sind auch schwierig. Ja, das ist ja die Astrologie. Ja. Habe aber meine Venus im Wassermann und Jupiter, Mond habe ich in den Zwillingen. Und da ist schon das Luftige, Leichte wieder da. Mhm. Das war da die ernsthafte, bodenständige, klare Sicht und Aufgabe vorhanden ist bei mir. Aber meine Lebensfreude mit meiner Wassermann-Venus, mit meinem Mond-Jupiter im Zwilling, die ist halt auch immer, die ist nicht zu wegdenken. Ja. Gott sei Dank. Wie bist du eigentlich zur Astrologie gekommen? Also interessiert hat mich die ganze mystische Welt schon, wie ich ein ganz junges Mädchen war. Ich erinnere mich, ich habe mir auch immer gerne den Sternenhimmel angesehen. Ja. Das war immer für mich faszinierend. Du, und dann habe ich ja lange in Rom gelebt und die Italiener waren schon 10-mal sternengläubiger wie bei uns in Österreich. Und dort bin ich auch, so was ehrlich sein muss, in Berührung mit einer Astrologin gekommen, war auch dort einmal bei meinem ersten Kongress, Astrologie-Kongress. Mhm. Und das Hobby, das Interesse, nie geglaubt, dass das ein Beruf wird, ist auch schon wieder jetzt 45 Jahre her, ist ja dann irgendwo zum Beruf geworden. Und wie ich nach meiner Und zur Trennung, Leidenschaft. Zur Leidenschaft, ja. Und dann kam ich nach Österreich zurück und ja, man hat halt so ein bisschen, da habe ich eh schon viel Astrologie gemacht und so. Und dann kam ORF Oberösterreich auf mich zu, ob ich nicht möchte mal seine Sendung machen. Und die hat ja damals, war ja Österreicher, der geschlummert. Da war noch gar nichts. Und ich habe dann diese Sendung gemacht und bin rein und habe, so wie jetzt eben meine Sternstunden, einmal gesagt, was da los ist. Und das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe, das muss ich sagen. Mhm. Es war da, das Interesse war da. Mhm. Ja, und dann kam Ö3 auf mich zu. Also auch da wurde ich entdeckt. Bin ich jetzt schon 30 Jahre. Genau. Und dann kamst du auf mich zu. Ich erinnere mich noch, wie wir noch für Wumme das gemacht haben. Ja, und somit war auch hier. Mhm. Fellner war immer da. Und es hat sich halt der Kreis geschlossen. Genau. Und jetzt mache ich halt da und dort und was halt gefragt wird und bin in meiner Welt zu Hause, in meiner Sternenwelt. Wenn du jetzt einkaufen gehst bei dir in Baden, die Leute kennen dich natürlich alle. Wirst du sehr häufig gefragt, Frau Hotschers, können Sie schnell mir sagen, wie geht's weiter? Ist das so? Oh ja, es ist schon, dass man, irgendwie bin ja auch sehr leutselig, muss ich sagen. Ja. Schon, dass die Leute sagen, Ma, ich bin ein Krebs, wie geht's denn jetzt in Krebsen? Ja. Oder gehen Sie auf Skorpion, denen geht so schlecht. Also solche Gespräche finden natürlich statt und ich finde das auch wieder sehr nett, dass das Vertrauen da ist von den Menschen, dass sie auf mich auch zukommen. Genau. Es geht also auch darum, es ist ein persönlicher Einblick ins Leben. Genau. Jetzt, wenn wir vom Jahreswechsel sprechen, das ist ja auch für viele ein Problem, diese Zeit zwischen den Jahren und das neue Jahr. Welche Sternzeichen sind denn da jetzt die, wo wir sagen, im Jänner, die haben eine gute Zeit, die starten wirklich durch ins neue Jahr? Also ich finde, sehr gut durchstarten tun jetzt die Steinböcke, auch die Stiere wieder, die ja aus der Saturnphase rauskommen. Mhm. Der Krebs kriegt Gott sei Dank wieder endgültig den Boden und die Füße, das war Katastrophe. Die Wagen sind schon dabei, die haben sehr viel verändert, die Wagen sind dabei, sich neu aufzustellen, wird ihnen aber gelingen, sehe ich sehr positiv. Mhm. Wassermänner, natürlich sind das kommende Jahr die absoluten Highlights.
Mhm. Also die gehen flott hinauf. Mhm. Ja, die eher ein bisschen momentan im Nachdenken sind, das sind die Jungfrauen, absolut. Mhm. Der Zwilling auch momentan, aber der ist so zappelig, der Zwilling, weil das ja alles zu wenig schnell geht. Mhm. Und der Zwilling ja immer einer ist, wenn das nicht passt, der schmeißt ja alles. Okay, ungeduldig. Zu. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und die Fische, die verhalten sich gedeckt, ruhig, trauen sie gar nicht an die Oberfläche, weil die gar nicht wissen wollen, was kommt. Was kommt, okay, tauchen sie runter. Ja. Mhm. Ja, und der Schütze ist am Befreiungsschlag. Mhm. Alles, was momentan beim Schützen nicht passt, wird er ändern. Mhm. Angefangen vom Job über die Partnerschaft, okay. Wohnung. Gut zu wissen. Also die sind momentan ratzfatz, wollen genau. sie große Änderungen machen. Ja, also ich finde immer, es gibt schon so Phasen, da bist du so motiviert, wie ja auch der Witter, dass du das alles ändern willst, dass du Erneuerungen machen willst. Wir sind ja auch momentan schon sehr aktiv unterwegs. Mhm. Der Löwe wieder war auch sehr gebremst. Mhm. Auch die sind sicher das kommende Jahr wieder im Vormarsch. Mhm. Also, aber man merkt, wie dann so eine Energie bei diesen Tierkreiszeichen kommt. Mhm. Und auf einmal sagen die Leute selber, jetzt kommt alles wieder im Gang. Ich bin so motiviert, ich will was ändern. Mhm. Ich merke das auch bei Studenten. Mhm. Auf einmal gehen die Prüfungen wieder. Mhm. Zuerst kriegen gerade der Fünfer, schmeißen eine Prüfung nach der anderen. Mhm. Auf einmal erklären sie mir, das rennt, sie haben wieder so eine gute Merkfähigkeit. Mhm. Ja, diese Energie ist dann wieder da. Also wieder man da. Kann schon beobachten, dass speziell natürlich die Tierkreiszeichen am ersten kommen, die den Saturn spüren. Mhm. Also Jungfrau, Zwillinge, Fische, Schütze. Okay. Und die merken, es ändert sich was. Ja. Und wissen auch nicht, wo der Weg hingeht. Ja, aber sie gehen ihn mit. Ja. Die kommen dann und wollen ein bisschen so eine, sagen Sie mal, was sehen Sie bei mir, ja. höre ich immer. Ja, ja, ja. ja. Ich spüre, es ist was. Mhm. Das höre ich immer, diesen Satz. Mhm. Ich spüre vom Unterbewusstsein was. So natürlich, weil sie auf große persönliches Wachstum noch mal macht. Und wenn man sich natürlich verändert, weiterentwickelt, entwickelt sich auch das Umfeld. Genau. Das ist ganz klar. Genau. Da wirst du ja, kannst du ja mit gewissen Menschen immer. Man entwickelt sich auch weiter. Teilweise so von gewissen es. Menschen genau. weg. Genau. Das ist ja auch ganz normal. Genau. Kinder gehen aus dem Haus, die Eltern sind mühsam. Aber wollen die frei sein? Mhm. Auch ein Abnabelungsprozess für viele? Ja, ja. Nein, ist schon so. Mhm. Also es ist interessant, wie uns doch diese Energie der Sterne beeinflussen. Ja. Jetzt sagt man, es ist ja alles im Umbruch, auch die Werte sind im Umbruch. Und in Zukunft wird es nicht mehr nur um Geld verdienen gehen. Geld wird überhaupt nicht mehr so eine wesentliche Rolle spielen, sondern Werte, was immer man darunter versteht, echte Werte. Wie siehst denn du das? Also ich sehe schon noch immer, dass der wirtschaftliche Wert, das Geld eine große Rolle spielt. Das bleibt Das bleibt. Ja. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Weil die Fragen höre schon, kann ich mir meine Wohnung nur leisten? Na klar, man also braucht das Geld. Das brauchst du bitte, das Geld brauchst du. Das Geld kannst du nicht abschöpfen. Genau. Aber natürlich, ich kann... Und das Geld wird auch nicht abgeschafft. Nein, also das kann ich mir auch überhaupt wichtig. Nicht vorstellen. Ja. Auch der Euro bleibt. Der Euro ist im Sternzeichen vom Steinbock geboren. Das hat ja Beständigkeit. Ist gekommen, um zu bleiben. Kommt und bleibt. Natürlich auch Schwankungen, aber das will ich überhaupt nicht weggehen. Mhm. Aber selbstverständlich, viele Leute sagen, na, ich will jetzt weniger arbeiten. Das sehe ich schon, dass man an und für sich weniger arbeiten will, um selber Geld. Wie soll das gehen? Ja. Das ist auch ein schwieriges Thema. Ja. Kann man auch nicht vorstellen. Und bitte, Sie wollen raus in die Natur, also in Natur, das ist schon wichtig, dass das Interesse ist schon gewachsen. Aber also die Jugend lebt schon anders als Menschen, die so 40, 50 sind. Mhm. Es ist schon ein Generationssprung. Ich glaube, die junge Generation will mehr leben. Mehr leben, weniger arbeiten. Ja, also einfach mehr genießen. Genießen, Zweisamkeit, Freizeit, Sport. Unglaublich wichtig. Ja, genau. Also das ist sehr wichtig. Aber ich finde halt, Freizeit kostet ja Geld. Also irgendwer muss finanzieren. Das muss ja einer finanzieren. Genau. Und es kann ja nicht alles der Staat finanzieren. Der Staat sind ja wir, bitte. Wie soll das gehen? Also ich finde, was hat denn der Staat für ein Horoskop? Was hat denn Österreich für ein Horoskop? Österreich ist Skorpion mit
Stier-Aszendent. Ui, das klingt aber gefährlich. Naja, es waren ja die letzten zwei Jahre mehr wie turbulent. Also die ganzen politischen Umbrüche, die ganze Regierung ist geknallt. Das war ja auch im Saturn drinnen. Und diese Saturnphase begleitet eben Österreich auch noch bis März, April. Und erst dann werden wir schauen. Da wird sich natürlich alles neu aufstellen. Und dann wird wahrscheinlich werden auch Wahlen und alles kommen. Dann wird sich das Ganze wieder neu ordnen. Aber natürlich auch Österreich war gebeutelt. Einwandfrei. Schwieriges Sternzeichen über dem Land. Ja, das Skorpion ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach, ja. Nicht so einfach, nicht so einfach. Also eine Frage noch zum Krieg vor unserer Haustüre. Kann man auch das berechnen? Also ich glaube, das geht ja sehr eher von Amerika aus. Und wir sind halt die Mitläufer. Und schauen wir, was die da drüben machen. Und wenn man schwer in Griff zu kriegen. Aber Biden ist ja auch ein Skorpion. Biden hat Skorpion Aszendent, pardon. Ja. Putin ist ein... Putin ist die letzte Waage, aber für mich ist er Skorpion. Alles, hat alle Planeten im Skorpion stehen. Aha, und natürlich ist er momentan und dieser Widerstand. Und einen breiten Stachel. Ja. Ja. Der Skorpion ist hartnäckig. Beim Skorpion geht es ihm eins, leben oder sterben. Kein Mittelding. Okay. Da gibt es keinen Kompromiss, leider. Wir bleiben trotzdem positiv. Du, du hast gesagt, es geht auf in die Zukunft, es wird alles sich richten. Ja, ich glaube, es bleibt uns auch nichts anderes über, als das positiv zu bleiben. Ne? Und ich sage immer, positiv in Veränderungen reingehen, Veränderungen gehören zum Leben, weil man verändert sich ja auch privat. Man macht ja mal das, das, man übersiedelt einmal, man tut ja auch viel ändern. Und ich finde, das ist ein positiver Weg, also ins Neue hineinzugehen. Schau mal, überrascht uns. Die Welt dreht sich. Genau, und wir gehen mit. Wir vielen gehen Dank, mit. Gerda. Gerne. Dankeschön.